herzlich willkommen, Leute, zu einem launigen Jazzrock-TV-Donnerstagabend. Ja, so sieht's aus. Wir sind mal wieder da für euch, haben uns zusammengerissen und probieren hier gerade ein neues Tool aus. Unser Senderchef hat uns was geliehen. Selbst schuld, kriegt er nicht mehr wieder, weil es funktioniert ganz gut. Das ist heute so ein bisschen so der Testlauf, aber ich glaube, ihr werdet das gar nicht merken, weil das Teil läuft ziemlich stabil. Wir probieren hier schon seit einer Stunde rum und Georg ist fit in der Technik. Die Experten, die Technik-Experten vor dem Herrn. Ne? Genau. Ja, also wenn es ich gucke ja immer hier nur zu von der Ferne und kann nichts machen und wundere mich, was du da machst und du fummelst und fummelst und sagst, ja, ist okay und ich fühle mich so ein bisschen ausgegrenzt. Du bist für das Expertenwissen zuständig. Ich fake mich ja nur so durch die Sendung. Ich dachte, das wäre meine Rolle. Nee. Das erinnere ich immer an den Spruch von Robert Trujillo im Interview. Bevor er bei Metallica da vorgespielt hat, wurde. Er hat sich da nur so durchs Leben gefaked mit seinem Bassspiel. Ja, hat aber gut hingekriegt. Fühle ich mich manchmal auch. Hat er gut hingekriegt. Hat er gut hingekriegt. Ja. Apropos große Namen. Ich habe letztens ein Interview von Rick Beato gesehen mit Pat Metheny. Sehr geiles Interview. Habe ich auch Pat nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass war sehr offen und an alle Drummer da draußen, Pat Metheny formulierte es ungefähr so: The drummer is the leader of the band. The drummer is the leader of every band, no matter what band. So viel zum Thema. Wollte ich kurz mal manifestieren hier. Schönen Gruß an alle Drummer. Ihr wisst Bescheid, ihr seid die Chefs, aber ihr müsst auch so handeln. So, genau, ja. Damit hast du alle Verantwortung abgegeben. Ne? Genau. Kannst du immer genau sagen, hör mal, der Drummer ist der Leader. Tell me what to do, Mr. Drummer. Ja. Aber hast du schon die Nachricht des Tages gesehen? Die Nachricht des Tages, dass New York unter Wasser steht? Nee, besser. Besser noch als das? Mein Gott. Habe ich das hier noch? Pietät, bitte, Herr Pilger. Ja. Sorry. Bisschen Empathie. Nachdem New Orleans ja auch wieder ein bisschen was abgekriegt hat, ne, letzte Woche. Ja, aber die Bilder gesehen, ne? Da muss ich auch dran denken, an unseren Trip vor einigen Jahren. Ich glaube, es ist nicht ganz so hart wie Katrina damals. Ne? Nee. Die haben uns trotzdem, ja da, wenn du die Bilder siehst. Ne? Das ist natürlich ja. Ist French Quarter auch wieder schwer betroffen? Ich habe nur Bilder gesehen, wo der Sturm da durchgeht und so, und dann diese Überflutungen, aber das war jetzt nicht in der Innenstadt, aber ich habe auch nicht alles. Ja, ich glaube, ich habe nicht so Bilder aus French Quarter gesehen, habe ich zumindest nicht wiedererkannt. Die haben uns ja damals bei dieser Stadthundfahrt auch erklärt, dass sie da aufwendige, das war ja ein paar Jahre nach Katrina, als wir da waren, also Katrina, etliche Jahre, Katrina war 2004 oder 2005, und wir waren da 2016, 17 oder so. Und da hatten die ja aufwendige Flutbecken und Umgehungskanäle, was weiß ich, alles da schon im Beton gegossen. Und jetzt haben sie es aber wieder abgekriegt. Also es ist schon was im Gange. Ne? Ja. Hier, es ist was im Gange. Kann man das sehen? Was ist das, ein Bild von ABBA? Comeback des Jahres hier. Legenden kündigen neues Album an. Kam gerade. Echt? Weiß ich nicht, ob das jetzt wieder so eine Fake-Nummer ist, wie sie schon ein paar Mal gebracht haben. Ja, da kommt mal was. Aber das klingt jetzt ein bisschen seriöser, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass die schon Wahnsinnsangebote abgelehnt haben. Ihnen hat mal einer eine Milliarde dafür geboten. Ich weiß nicht, ob Dollar oder ist ja auch egal. Dafür, dass sie nochmal wiederkommen, da haben die gesagt, nee, kein Interesse, ne? Aber die Jungs, das sind ja echte Musiker. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die noch Bock haben, was zu machen. Und wenn die jetzt neues Material geschrieben haben, das wäre natürlich sensationell. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt wieder nur so eine Sommerloch ist eigentlich vorbei. Ne? Aber Apropos alte Namen, habe ich heute in einem Podcast gehört, da sprach jemand, ich habe selbst noch nicht gesehen, bin aber unheimlich heiß drauf. Es gibt auf, ich glaube, es ist Netflix, eine Serie, wo Rick Rubin mit Paul McCartney spricht. Also der Erfolgsproduzent Rick Rubin, der hat alles kreuz und quer produziert.
legendär sind dann die letzten Alben mit Johnny Cash, die er gemacht hat. Und er hat auch mit Neil Diamond, den manche auch noch kennen, sowas gemacht. Er hat aber auch Metallica oder irgendwelche anderen Rockbands produziert. Der hat quer durch den Garten produziert. Und der unterhält sich mit Paul McCartney in einer Dokumentation, mehrteilige Dokumentation. Und die soll wohl sehr, sehr gut sein. Das ist das Nächste, worauf ich mich stürzen werde. Also aber nur so als Tipp. Ist bei Netflix, glaube ich, relativ neu. Ja. Oh, ja, muss ich mir auch noch. Ja. Rick Rubin meets oder so Paul McCartney. Ja. Paul McCartney ist auch schon 79. Mein Gott. Ja. Und letzte ja, Woche ist Charlie Watts gestorben. Ja. Auch so ein Wegbegleiter, ne? Also immer schon, als ich als Kind so die ersten Pop-Rock, wie heißen die, Pop-Rocky und Popcorn und Bravo gekauft habe, da waren die ja immer drin, die Stones und so. Und seitdem gehört er zur Familie, ne? Und irgendwie, ja, jetzt ist er nicht mehr da. Die Lebensgeschichte mitgegangen. Ja, der war ja, glaube ich, Song. Eher so der Gentleman und der Ruhigere da in der Band. Ja, ich glaube, das war so ein, der hat diese ganzen Drogen- und Alkoholexzesse überhaupt nicht mitgemacht. Ja, der ist seit 1964 mit derselben Frau verheiratet. Der hat irgendwo so einen Landsitz im Süden von England, wie sich das so gehört, für erfolgreiche Rockstars, kann man sich vorstellen. Ne? Und hat da, glaube ich, Pferde gezüchtet und so Windhunde, Greyhounds aufgenommen, die so ins Alter gekommen waren. Hatte so ein Altersheim für alte Greyhounds. Also ich glaube, dass der ein sehr cooles Leben hatte. Ja. Zwischen der Ruhe auf seinem Landsitz und ein bisschen Tiere und seine Frau immer dabei und dann ab und zu mal wieder raus und Rock'n'Roll mit den Stones. Ne? Ja, was für ja. eine Story, die Stones, oder? Also, ja. Ja, unglaublich. Unglaublich. Ja. So, ich habe hier, ich dachte, wir könnten aus dem aktuellen Anlass nochmal kurz in die ABBA-Geschichte hier reinhören. In die ABBA-Geschichte? Haben wir das schon mal, die haben wir schon mal gehabt hier. Die finde ich finde die nach wie vor cool, die Platte von Nils Lundgren. Ach so, ja das, ja, cool. Warte mal, hier. Da kann man so ein heiteres Ratespiel draus machen. Du kannst den Song anspielen und die Leute müssen im Chat raten, so. Welcher Song das ist von ABBA. Weil die sind nicht immer so gleich zu erkennen. Ja. Okay, dann gucke ich mal, ob wir einen finden, den man nicht sofort erkennt. Ja. Ja, gute Frage. ich probiere mal was. Ich rate. Also, ihr könnt mitraten. Ja, schreibt es mal im Chat. When you're calling us out, you know how we do it when the ball is out. Sing it one more time, we'll turn you out. You know what the funk is all about. And it left you with the freshest funk. Shake your body and pop the trunk. You know Bud's a love the funky monk. Coming to your town to serve up the blunt. Whenever you want it, send it out. Whenever you need it, just send it out. Whenever you feel it, send it out. Die Nummer kenne ich auch von ABBA nicht. Ja, SOS. SOS? War nicht so, ja. Ist hier, guck mal, ist auch doch Harald. Wer hat's gewusst? Harald. Ja, Harald Jungowitz. Harald, ich bin sicher, der Harald hat hier wahrscheinlich auch schon viermal live gesehen und war backstage mit Nils irgendwie und hat ihm noch erklärt, was an dem Titel auch falsch interpretiert war oder irgendwie sowas. Also. Ja. Schöne Grüße, Harald. Herzlichen Glückwunsch. Gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sollen wir noch einen nehmen? Ja, gerne. Ist doch lustig. Jetzt muss ich mal gucken. Nimm mal einen ganz Bekannten. Einen ganz Bekannten?
Ja, aber die erkennt man am meisten so gut. Ja? Was ist denn das? Okay. Dancing Queen. Ja, verloren. Chiquitita. Okay, Ralf Fernando. Ist raus. Ralf ist raus. Waterloo. Hast du jetzt wohl eine Liste mit allen Arbeiten? Nein, ihr müsst. Also ich dürfte nie bei so einem Musikquiz mitmachen. Ich habe es erst erkannt, als die gesungen haben, Super Trooper. Ich bin da total schlecht. Mein lieber Schwan. Aber ich wusste aber von Album. Damals, als ich die mal gehört habe, Mann, das ist ein cooles Ding, wenn du errätst in den ersten Takten, welche Nummer das ist. Ne? Hat die schon ja, ganz schön verbogen. Warten, bis ihre Frau kommt. Aber die klingt geil, die Scheibe. Mega. Mega, also cooles Ding, haben wir schon mal empfohlen, kannst ja, du natürlich mal empfehlen. Funky, ja, aber ein absolut. Hammer-Album mit, also die Arrangements teilweise echt, so wie die beiden Titel jetzt doch deutlich umgebaut, ne? Also muss man sagen, cool, ja, cool gemacht, cooles Ding. Haben wir schon mal empfohlen, aber wir können ja, wir sind jetzt in dem Alter mit Jazzrock TV, dass wir jetzt alte Folgen auch ruhig nochmal inhaltlich wiederholen können, ne? So, jetzt wir haben ja eben noch gesprochen über so ein paar Legenden, die wir damals vor der Kamera hatten, wo uns das gar nicht so klar war. Ne? James Moody, ein riesen Jazz-Saxophonist, mit Louis Armstrong schon gespielt, und Diane Schur, die von Stan Getz entdeckt worden ist und mehrfache Grammy-Preisträgerin und all sowas. Könnte man alles nochmal rausgraben und nochmal in den Äther hauen, oder? Ja, ich habe ja jetzt angefangen, auch mal ein bisschen im Archiv zu wühlen. Mhm. Und da auch ist diese Aufnahme, könnt ihr mal gucken bei uns auf dem Kanal, von einem Jeff Lauber-Konzert mit Sonny Emery. Ja, genau. Das haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, warum, irgendwie haben wir irgendwie im Domizil aufgenommen und irgendwie nie so richtig gebracht, weil wir, glaube ich, damals schon so viel Jeff Lauber gebracht hatten. Das war so, wir hatten so ein bisschen Jeff Lauber Overkill und wir waren damals nach dem Konzert nicht so überzeugt, ob das ein gutes Konzert war. Ja, ich glaube, das Licht war nicht so tolle, ne? Mhm. Deswegen, es war so ein bisschen so schwarze Band vor schwarzem Hintergrund. Ja, ja. Aber dann habe ich ja mal so ein bisschen durchgehört und dann ist es natürlich, zum einen fand ich, dass Sonny Emery da super ja in die Band gepasst hat und nochmal ein bisschen anderen Drive reingebracht hat. Und dann war natürlich Victor Bailey dabei, der dann, ich glaube, 2 oder 3 Jahre später da an seiner Übung. Ja, der war da der schon so eine sehr genetische krank. Krankheit da, so eine vererbte ja Krankheit. Er konnte nur noch ganz schlecht laufen. An. Ja, er konnte ja, ganz schlecht laufen. Schon an, der war angeschlagen. Und, aber das fand ich irgendwie klasse, dass der da auch noch mit dabei war und die den auf so eine Tour dann auch noch mal mitgenommen absolut haben. Ja. Er saß auf dem Stuhl. Vielleicht kann man da so ein bisschen mehr noch, ein paar andere kleine Clips irgendwie noch rausfinden. Und ich habe ich habe für die, wir haben ja unsere Patrons, haben wir lange nicht drüber gesprochen, ja, die haben den ganzen Clip. Ne? Also okay, cool. Den ganzen Song kann man gucken, wenn man bei uns Patron ist. Mhm. Und ja. Wie geht das nochmal? Wie wird man Patron? Ich weiß, ich bin auch Patron, ich kriege ab und zu geht auch mal auf die, so einen Dollar abgezogen. Am besten geht ihr auf unsere Internetseite. Und da gibt es so einen Button, Patron werden, und dann kommt ihr bei Patreon raus, ja, und könnt euch da einschreiben und sagt einfach hier, pass auf, für jede Folge gibt es 1 Dollar an Jazzrock TV.
Kann man ja direkt nochmal sagen, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir für diese Live-Folgen, ich glaube, dieses Jahr haben wir so gut wie nichts da aktiviert. Ne? Also das war, und so haben wir es ja auch immer gesagt, das war eigentlich natürlich gedacht, auch für die Folgen, wo wir jetzt wo wir Gäste da haben, wo wir Interviews machen, wo wir Live-Sessions machen. Aber vielleicht ist jetzt so ein Zeitpunkt, wir haben ja es auch schon ein bisschen angekündigt, unser Studio ist langsam wieder in Form. Wir sind auch schon mit den ersten Bands in Kontakt, die wir da aufnehmen wollen. Und dann wäre doch jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, schon mal Patron zu werden, ne? Weil wenn es da wieder losgeht, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt. Und was ich mir so ein bisschen wünschen würde, ich weiß nicht, ob das ein zu großer Wunsch ist, dass wir vielleicht so viele Patrons mal mobilisieren können, dass wir auch, wenn wir da Bands haben, die ja für euch dann mal hier eine schöne halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder sogar länger Konzerte präsentieren, dass man die auch vernünftig einfach mal ein bisschen bezahlen kann. Also das fände ich gut, wenn, und ich glaube, dass in der heutigen Zeit, weißt du, wenn wir so eine Session für euch raushauen und jeder gibt irgendwie einen Dollar oder fünf für eine Folge und mit so einer Gemeinde von Leuten, die dann Patron ist und man kann dann so eine Band, die da für kleines Geld spielen oder bisher für kaum Geld, dann mal auch ein bisschen, gerade in der heutigen Zeit, wo es immer schwieriger wird. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft, wenn wir ein bisschen wieder mit den Sessions anfangen. Also schreibt euch jetzt schon ein, geht auf die Internetseite, klickt on Patron werden. Alles Weitere erklärt sich von selbst, oder? So, das war der Ja, das Werbeblock. ist doch, nein, das ist doch ein schöner Gedanke, weil ja nicht nur wir die Bands zeigen, sondern das ist exklusives Material. Das gibt es nur hier bei Jazzrock TV. Die spielen nur für euch und für unsere Kameras. Ich meine, jetzt bei den nächsten Jams wir haben jetzt theoretisch die Möglichkeit, noch ein bisschen Family und Friends dazu einzuladen, weil wir ein bisschen mehr Luft im Raum haben. Und könnten da noch ein paar Leute platzieren, aber es ist kein Konzert und es wird auch nirgendwo anders zu sehen sein. Diese Aufnahmen, die wir ja auch audiomäßig Mehrspur aufnehmen und Georg tut sein Bestes, da hinten einen riesen Sound rauszuholen, was er inzwischen ja auch mega macht. Und manchmal sagt die Band auch, nee, wir möchten noch das selber mal mischen oder so. Alles möglich, aber es ist exklusives Material. Das gibt es da nur im Rahmen von Jam in the Basement bei Jazzrock TV. Und ich fände es auch toll. Und, ja. Vielleicht kann man für Patrons auch noch mal so ein bisschen Exklusivmaterial herstellen aus diesen Jams, dass man noch mal so Bonustracks macht oder irgendwie anderes Bonusmaterial. Weil, also wir brauchen jetzt nicht unbedingt Geld zum Überleben, aber wie der Georg sagte, gerade in diesen Zeiten, die Musiker, die wir da einladen, die haben es zum Teil doch schwer gehabt in den letzten 1,5 Jahren. Ne? Und wir würden das dann einfach weitergeben. Das Ja, wir finde ich geben eine das super sowieso, wir Idee. reichen das sowieso durch, ne? Ja, Also, das finde ich eine gute Idee. ja, hör mal. Also das war der Werbeblock Patrons. Und hör mal, bei mir ist hier eine neue Platte angekommen diese Woche. Ich bin gerade so ein bisschen im Prog-Modus, ne? Ich kann es nicht richtig Was sehen. Das der ist hier, das. Neil Morse. Ach, Neil Morse. Neil Morse Band. Neues Album. Und Ach, der das kam immer noch jetzt. neue Platten, das ist ja Wahnsinn. Ja, also. Neil Und Morse ist diese, doch die. schon so, den gibt es ja Ja, der schon hat doch. ewig. Ja, der hat doch mit hier, wie hießen die? Spock's Bird, ne? War da diese Prog-Rock-Truppe, mit der er unterwegs war. Und jetzt, ich finde diese Band, ich finde die einfach mega mit Mike Portnoy, Schlagzeug. Und ich bin inzwischen ein ganz großer Fan von dem Gitarristen. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt, Eric Gillette. Und ich finde, das ist ein unfassbarer, nicht nur Gitarrist, sondern auch Multi-Instrumentalist, wo man das Gefühl hat, jedes halbe Jahr verdoppelt er seine Kreativität und seine Fähigkeiten. Das Wie ist heißt der? Eric Gillette. Ich habe da mal was Aber der vorbereitet. Neil Morse selbst ist ja auch schon Multi-Instrumentalist. Also ich Ja. weiß zumindest, dass er ein geiler Gitarrist ist, aber ein geiler Keyboarder Keyboarder. ist. Ja. Also das kann der auch schon. Das ist irre, ja. Ja, genau. Spock's Bird and Transatlantic. Ja.
Ja, da gibt es mehrere Formationen. Da gibt es jetzt auch so Überschneidungen von den Musikern. Ne? Aber ich glaube, wenn ich das auch richtig, wenn man das so richtig liest in Interviews und so, also der Neil Morse und der Mike Portnoy, ich glaube, die sind sehr eng inzwischen. Und ich glaube auch, dass die musikalisch irgendwie sich da super ergänzen. Und ich finde das auch mal, wenn man Mike Portnoy kennt, irgendwie von so als höher, schneller, weiter Drummer von Dream Theater. Dann sieht man hier, dass er da wirklich songtauglich und dann noch singt dabei. Das ist ja auch unfassbar. Und ich habe mir schon eine Karte gekauft. Die spielen nächstes Jahr in Köln. Ach cool. Nächstes Jahr, ich weiß nicht wann. Auf jeden Fall Karte habe ich schon. Und ja, pass auf, dann machen wir das so. Ich habe von der neuen Platte hier von Neil Morse, können wir auch mal kurz reingucken. Do It All Again. Da gab es ein schönes Video, was die veröffentlicht haben. Komm, wir gucken mal rein. Ja, cool. Alte Schule, oder? Ja, aber Hammer, oder? Ja, klar, ist natürlich Rock vom Allerfeinsten. Ne? Ja. Und also Hammer Musiker, aber was ich schön finde, klar, die haben manchmal so wie diese Prog-Rock-Bands, manchmal so ein bisschen Hang zu so sehr Theatralik, so Prog-Rock-Theatralik, aber die gehört auch, glaube ich, irgendwie dazu. Ne? Aber ich finde es wirklich, dass sie auch so von den Songs, Arrangements, nicht nur so höher, schneller, weiter, sondern wirklich tolle Musik da machen. Ja, ich Hammer. Also ich glaube, habe noch gar nicht so richtig durchgehört, aber die liegt hier bei mir schon auf dem Tisch. ja. Ich glaube, die Fans dieser Musik, die möchten das auch, dass es mal so ein bisschen orchestral wird, mal so ein bisschen Ja, klar. hymnenhaft und dann wieder Virtuosität zeigt und dann wieder ruhige Passagen. Also genau, das ist ja Prog-Rock, ne? Dieses Ja. eben nicht Mainstream-artige, sondern so ein bisschen gemischt und gerade Takte zwischendurch und so weiter. Ich habe hier was gefunden von dem Eric Gillette. Kann ich euch nur empfehlen. Also ich mag die Gitarre. Es spielt jetzt, es hat man hier auch gemerkt, es kommt so ein bisschen hier, wie heißt der Gitarrist von Dream Theater? Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. John Petrucci. John Also Petrucci. er ist schon so irgendwie, ich glaube, das ist auch jetzt in einigen Kritiken, die ich gelesen habe zu diesem neuen Album, dass man ihn so ein bisschen in diesem, hier so ein bisschen in Petrucci-mäßig einordnet. Aber der hat eine unglaubliche Bandbreite und ich habe so ein paar Clips rausgesucht. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, welchen ich spielen soll. Einen, den ich echt cool fand und das auch zeigt, was der nicht nur gesanglich, sondern auch mit verschiedenen Instrumente hat er so Corona-mäßig zu Hause. Ich glaube, inspiriert von irgendwie dem zu Bett bringen von seiner Tochter oder so. So ein Kinderlied. Itsy Bitsy Spider. Oh ja. Ich glaube, so ein amerikanisches Ist so ein altes Kinderlied. Ne? Kinderlied, genau. Und das hat er irgendwie umgebaut. Und pass auf, ich spiele das mal an. Ich find's einfach cool gemacht. Pass mal auf. The itsy bitsy spider went up the water.
sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. Schlecht, hör mal. Ne? Am Anfang die mehrstimmigen Gesänge und dann Prog-Rock. Ja, siehst du mal, der macht alles selbst. Ne? Das ist schon irre. Ja, und der, ich glaube, er spielt auch, ich glaube, es ist auch so ein Neil Morse-Projekt, wo er auch noch das Schlagzeug spielt. Und er ist immer noch tierischer Schlagzeuger. Ich glaube, an so einem anderen Seitenprojekt von Neil Morse spielt er Schlagzeug. Also, was ein Typ. Also, kann ich nur empfehlen, auf seinem YouTube-Kanal mal zu gucken. Hammer-Clips. Und hat auch mehrere Instrumentalalben schon rausgebracht. So Fusion, Proc-Fusion-Zeug. Hammer. Mega. Sensationell. So, jetzt habe ich gesehen, jetzt sind wir eben bei Facebook, glaube ich, rausgeflogen, weil wir zu viel Musik abgespielt haben. Ich sehe uns noch. Ja, macht aber nichts. Ja, ich glaube, wir sind wieder da. Ja, ich bin, wie gesagt, gerade so ein bisschen im Gitarren-Prog-Modus. Kennst du ja, aber schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja immer so Phasen. Ne? Irgendwann kommt auch wieder die Steely Dan-Phase oder die, weißt du, wo dann plötzlich alle Platten rausholst und denkst, so, jetzt musst du mal, musst du mal irgendwie durchhören. Im Auto habe ich jetzt das ganze Paket von Gino Vannelli. Ja, auch cool. Mega Scheiben, ne? Und, obwohl ich mich persönlich nie da so mit anfreunden konnte, aber die Scheiben waren damals, als die rauskamen, ich glaube, das 80er auch, ne? Das war schon echt krass von der Produktion her und so, ne? Und vom Spielen her schon erstaunlich. Ja, ja, und was ein Sänger. Was für ein Hammer-Sänger, ne? Also. Ja, ja. So ist das. Ja, so sieht's aus. Ich hatte jetzt, bevor wir jetzt gleich hier wieder rausfliegen, weil man uns irgendwelche nachsagt, wir würden zu viel Musik spielen. Du meinst, wir sind rechte-technisch rausgeflogen, oder was? Ja, da kam so eine Meldung, dass wir geschütztes Audiomaterial spielen und dann kann man schnell noch sagen, ja, dürfen wir. Ja. Das tun wir. Wir machen ja nur Werbung für die Kollegen, die schönen Platten rausbringen. Ne? Ja. Apropos Werbung für einen Kollegen. Ich hab hier noch was liegen gehabt. Das war einer, der uns mal angeschrieben hat. Ein Gitarrist aus New York. Hatte irgendwie einfach nur so ihm geschrieben, hier, ne, ich bin irgendwie Gitarrist aus New York. Ich mache so und so Zeug. Guck mal, ich habe auch mal so ein Video gemacht. Und das Video ist mega, ist auch quasi so Corona-mäßig mit verschiedenen Leuten aufgenommen. Und eine von deinen Bassistinnen, mit denen du auf dem Basecamp gesprochen hast, die ist da auch mit dabei. Divinity Rocks. Ach, Divinity, ja. Ne? Crazy und Divinity. Crazy Divinity. Und die haben so einen Red Hot Chili Pepper Titel, glaube ich, war es, genommen.
Ja. Und den eingespielt und als so eine Mischung aus Rock, Fusion, bisschen Rap mit drin. Cooles Ding, der Typ heißt Verne Berwa. Könnt ihr bei uns in den Shownotes, findet ihr die Links natürlich auch. Tierischer Gitarrist, ich glaube, also schreibt auch viel und macht, glaube ich, viel, viel Studiozeug, weil man findet jetzt nicht so viel, sag ich mal, was er selber unter seinem Namen veröffentlicht hat. Verne Berwa. Pass mal auf, ich spiele das mal ab, mal gucken, Ja, ob sie gerne. es, ob sie uns abspielen lassen. Ja, das gefällt mir unglaublich gut. Weißt du warum? Weil es ist natürlich so Rock, 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 Alles aber drin, ne? mit Funk-Elementen Ja. und die Stimme ist natürlich pure Funk. Ne? Und die Stimme ist auch schön weit vorne, was so ein bisschen so auch an Prince-Style Bisschen, erinnert, ja, finde ich. richtig, Ne? ja. Und ja, gefällt mir mega gut. Ja, also schaut euch den ganzen Clip an. Link findet ihr in den Shownotes. Sehr cool. Und der Gitarrist auch irgendwie sehr melodiös, irgendwie Hammertyp. Ne? Was alles für. Und ich habe das irgendwie, diesen Clip, das ist jetzt auch schon vom letzten Jahr. Und der Clip hat gerade mal, wenn du dann guckst, irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Views oder so. Und du denkst, was ist denn da los? Von daher dachte ich, den kann man hier ruhig Knows? nochmal zeigen. Ja. Aber wo Ja, es und da dann gerade so. um die Red Hot Chili Peppers ging, da habe ich letztens wieder diesen Clip gesehen. Es gibt ja diese Ähnlichkeit zwischen dem Drummer von Red Hot Chili Peppers, dem Chad Smith und dem Will Ferrell, diesem Ja. Komiker. Und da gibt es in irgendeiner Late-Night-Show, haben die so ein lustiges Drum-Battle gemacht. Das ist der Hammer, ne? Das muss man Der sich mal angucken. absolute Der Will Hammer. Ferrell kann auch ein bisschen Schlagzeug spielen, aber der kommt natürlich an Chad Smith überhaupt nicht ran und so. Und das ist ein lustiges Hin und Her und irre. Das ist mega. Bin ich Das heute ist wieder drüber mega. gestolpert und musste wieder herzlich drüber lachen. Das ist super gemacht. Das ist aber auch wirklich großartig. Und nachher kommt ja dann Red Hot Chili Peppers auf die Bühne, ne? Und spielt mit Ja, denen bei dann. mir war der Clip da nach dieser Drumnummer dann zu Ende. Ja, die Aber kommen dann auf die es geht dann Bühne weiter, man findet als noch mehr. Überraschung, ja. Ja. Und aber wenn die da zusammen auf dem Sofa sitzen, ey, die sehen sich ja wirklich so ähnlich. Das sind doch Brüder, oder? Ja, die haben so eine ähnliche Physiognomie, ne? Ja, Also, also wenn du erst mal hinguckst, denkst du, Scheiße, wer ist denn jetzt wirklich? Wer ist wer denn ist der? wer? Wer, Ja, ne? ja. Und Und dann das bringt mich spielen wieder, sie auch damit, ja, ne? Ich bin der, das nein, bringt mich ich bin. wieder,
Das bringt mich wieder auf diesen Saturday Night Live Gag oder Sketch More Cowbell, wo der Will Ferrell diesen Cowbell-Spieler gespielt hat und die Band war Blue Oyster Cult. Am Schlagzeug war aber schon Jimmy Fallon, der damals auch Ensemble-Mitglied war. Und wie hieß der Schauspieler noch, der diesen berühmten Produzenten gespielt hat, der in der Rolle hieß, der auch Bruce Dickinson. Ah, wer war das noch? Und dann, der ging dann da, und die Band hasste diese Cowbell in dem Sketch. Und Will Ferrell und der Bruce Dickinson kam raus und sagte, hey, Leute, I have a disease and the only recipe is more Cowbell. Und Blue Oyster Cult wieder vollkommen fertig. Also auch ein sehr lustiger Sketch, wer ihn noch nicht gesehen hat. Also, Saturday Night Live, More Cowbell, muss man googeln bei YouTube, dann kommt der, es ist irre lustig. Ja, schreibe auch in die Shownotes. Ne? Ja, es ist echt, es gibt so herrliche Sachen. Ja, kann man dranbleiben. Ja, absolut. Ja, hör mal, ich hoffe, wir hatten hier ein bisschen auch herrliche Musik, wenn es denn durchgegangen ist. Ja, absolut. Wir waren ja heute war ja die Premiere, dass wir nicht nur auf Facebook, sondern auch parallel auf YouTube und parallel auf Twitch gestreamt haben. Genau. Twitch konnte ich jetzt hier nicht mehr starten, weil das geht hier schon manchmal in die Knie mit, wenn ich hier unseren Zoom-Stream und dann Facebook und so. War aber alles aufhabe. Online. Aber es sieht hier, ich habe jetzt parallel die ganze Zeit Facebook, YouTube geguckt, das hat gut funktioniert. Ja, also wir sind jetzt dank unserem Heimatsender MuxTV und vielen Dank nochmal an Martin für seine tolle Unterstützung hier mit dem Gerät und mit seiner Plattform und der uns hilft, hier auf allen Kanälen unsere Sendung in die Welt zu übertragen. Genau. Und ja, also das ist, war jetzt mal der Testballon auf den drei Plattformen. Da packen wir jetzt noch mehr dazu, dass je nachdem, wie es für euch am besten rauskommt, ihr uns sehen könnt, wo ihr wollt, wo es für euch am besten passt. Und ja, schreibt uns eure Kommentare zu der Musik. Macht uns Vorschläge, was wir vielleicht nächstes Mal oder womit ihr uns mal vielleicht überraschen könnt. Ich finde das immer gut, wenn man sowas findet, was man gar nicht so auf dem Plan hatte. Ja, absolut. Und dann so eine neue Band oder neues Universum. Macht mega Spaß, finde ich auch. Goldgräber, irgend so ein Nugget schürfen und dann hat man wieder eine Weile was zu tun und zu gucken, wo kommen die her, wer ist das und wo haben die sonst noch gespielt und so. Finde ich mega interessant. Und wer Lust hat, sich so ein bisschen umzugucken, bei MuxTV gibt es natürlich auch noch viele andere Formate. Es gibt Talk-Formate, Interview-Formate, aber auch Schlager und Reisen und ich weiß nicht was alles. Schaut ruhig mal rein, der Martin und seine Jungs geben sich da richtig Mühe, da einen bunten Sender zu gestalten, der eine Alternative ist, vielleicht zu herkömmlichem Fernsehen. Und wir sind auch dabei, nicht zuletzt. Und der Martin und wir sind uns schon lange gegenseitig treu, ich weiß nicht, fast 10 Jahre oder so. Ne? Und das funktioniert alles super und guckt da rein und habt Spaß. Also MuxTV entwickelt sich auch immer weiter. Ne? Also es ist jetzt nicht, wir sind der einzige Jazzrock-Sender, glaube ich, oder die einzige Jazzrock-Sendung innerhalb dieses Kanals. Aber es gibt eben auch andere Sachen, die vielleicht interessant sein könnten für euch. Ne? Muss ich immer dran denken, erinnerst du dich an das Interview mit Steve Smith? Ja. Wo du irgendwie angefangen hast, ja, ich sitze hier mit Steve Smith von der Band großartige Band, Vital Information, und dann nahm er irgendwie das Mikro und meinte, ha, und ich stehe hier mit Ralf von Jazzrock TV, wie cool ist das denn, TV-Sender über Jazzrock, der war total begeistert, das fand ich super. Ja, da war der mega gut drauf, und dann haben wir den, glaube ich, vor 2 Jahren ja wieder getroffen, und da war der irgendwie wie ausgewechselt. Ja, ich glaube, die waren aber da alle so ein bisschen angespannt, ich weiß nicht, die waren kaputt, oder? Die waren echt müde, ne? Ich glaube, die waren irgendwie angespannt, weil das auch so eine Livestream-Geschichte ja war, da in Riverside. Ja, man weiß ja nicht so richtig, wo kamen die jetzt her, welche Trips haben die gerade hinter sich gehabt. Ne? War der Steve echt mega entspannt und dann gab es ja noch ein cooles Interview mit Tony Monaco? Nee, wer war das? Nee, natürlich Tom Costa. Tom Costa, ja, richtig. Hat mir auch damals hier dein Kork, ne? Best Wishes to Ralph, irgendwie Tom Costa. Und hier hinten ist da noch der George Witte, den habe ich da auch noch drauf klatschen lassen. Herrlich. Ja. Und das war im Stadtgarten, das war
Fritz, ja. Das war im Stadtgarten, die Aktion, und das war echt cool. Und im Riverside, Tony Monaco war ja cool drauf. Also, der macht auch regelmäßig, macht der Livestreams aus seinem Home-Recording-Studio, spielt da mal alleine, mal mit anderen. Er spielt und chattet gleichzeitig und macht gleichzeitig die Bildregie. Also das ist auch, allein das macht schon Spaß, dem dazu zu gucken. Der ledert da auf der Orgel ab und zwischendurch merkst du, der schneidet mal die Kamera, dann guckt er mal, was ist im Chat so los. Ich habe so einen Clip gesehen, ich weiß gar nicht, was das für ein Clip war. Ich glaube, von Heavito und irgendeiner von diesen jetzt Corona-mäßigen, wo sie da zu Hause saßen. Ja. Und dann siehst du da Norman. Wolfgang Norman Dahlheimer. Sitzt dann da und spielt, ich glaube, spielt sogar ein Solo oder was. Ne? Mhm. Und dann sieht man so, wie er so eine Maus greift, die da liegt und dann so auf dem Bild spielt irgendwie weiter. Ja. So, hat die Motto, ich muss mal gerade die E-Mails abrufen. Weißt du? Der Norman Wolfgang oder Wolfgang Norman, ich weiß gerade gar nicht, wie die richtige Reihenfolge ist, aber den bewundere ich auch sehr, weil der hat das alles drauf. Der ist ein mega virtuoser Keyboarder, der war ja auch mal eine Zeit lang mit der Spencer Davis Group unterwegs, ne? Und schreibt diese ganzen Arrangements für die Bands, damals für die Heavy Tones bei TV Total, heute noch wahrscheinlich, ist ein guter Bandleader, glaube ich, einer, der richtig, richtig das Zeug durchgecheckt hat, komplett, ausgecheckt hat. Ja. Den kannst du mit nichts irgendwie schrecken. Nee. Also ich fand, das ist ein mega Musiker. Da ist mir noch jemand aufgefallen, da könnt ihr auch mal gucken. Es gibt doch, wenn ihr Böhmermann ab und zu mal guckt, die Late Night oder zumindest früher bei ZDF Neo Royal, da ist das Rundfunk und Tanzorchester Ehrenfeld, so heißen die. Und der Leader da ist auch der Keyboarder und der heißt Lorenz Rode. Rode wie Rhodes ohne S, also mit R-H-O-D-E. Lorenz Rode ist, glaube ich, hier aus Köln. Relativ junger Kerl noch. Und was mich ja fasziniert hat, ich versuche ja auch mit der Talkbox zu arbeiten in der Band. Und der hat ein Video aufgenommen, wie die Talkbox funktioniert mit der Talkbox. Und erklärt das über die Talkbox. Ja, Lorenz Rode, haben wir auch irgendwie mal einen Link rein. Ich glaube, es war auf Facebook oder sowas, finden wir. Und echt irre. Und der hat natürlich genau den Talkbox-Sound, den ich leider nicht hinkriege. Gerne hätte, so. Ja. Ich muss den irgendwann mal, müssen wir ihn einladen, dann muss ich ihn fragen, wie das. Ja, man muss viel üben. Er singt auch in dem Song durch die Talkbox: it's hard, it's not easy to do und so. Ne? Aber es ist sehr lustig, wie er in einem funky Song über die Talkbox erklärt, was da passiert und wie das so funktioniert und so. Lorenz Rode. Vom Rundfunk und Tanzorchester Ehrenfeld. Ja, ist auch eine geile Truppe. Da spielt doch auch der Trompeter mit, den wir mal im Studio hatten. Ja, genau. Jetzt sage ich was. Jetzt haue ich das so raus, dann habe ich den Namen nicht auf dem Schirm. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja. Aber ihr wisst, wen wir meinen. Ja, also eine richtig coole Truppe. Aber ihr kennt das sicherlich. Ja. Also wer uns guckt, guckt auch Böhmermann oder so. Ne? Natürlich. Ja, wer Böhmermann guckt auch uns, dann hat man ein bisschen mehr Klicks. Andersrum wäre besser. Ja, genau. Ja, aber willst du machen? Wir bleiben hier in unserem kleinen Kreis mit der sympathischen Truppe, die wir hier immer am Start haben. Und wir freuen uns immer, wenn das dreckige Dutzend dann da ist, wenn wir hier online gehen. Und im Replay addieren sich ja noch ein paar dazu, sodass wir auch unseren Interviewgästen so eine kleine Plattform bieten können, wir Menschen erreichen können mit unserem Gedöns hier. Ne? Tun wir ja. So, ja. Wer sich fragt, wo der für nächste Woche angekündigte Livestream mit Marc Lethierry bleibt, der ist verschoben, können wir euch ja schon mal anfixen ein bisschen. Der ist verschoben auf den Anfang Oktober. 6. Oktober, richtig. 6. Ne? Oktober. Vormerken. Hier auf diesem Kanal, auf allen Kanälen, Livestream-Interview mit Marc Lethierry, freue ich mich sehr drauf, das wird mega. Ja, also wir kennen den Marc Lethierry von Snarky Puppy. Er ist einer der wenigen Bariton-Gitarristen, die ich auf dem Schirm habe. Ich glaube, der Einzige. Der Einzige, den ich kenne. Dass es die Gitarre gibt. Der spielt eine Wahnsinnsgitarre, spielt mit vielen, vielen Leuten zusammen. Also
Klar, wer ihn kennt, der kennt diese ganzen Clips mit Scary Pockets und so. Da werden wir drüber reden, was er gerade so macht, was er vorhat, wohin die Reise geht. Ich glaube, es gibt auch Neues von Snarky Puppy. Wir werden ihn fragen, ob er da weiterhin dabei ist. Und vieles, vieles mehr. Und ein bisschen was über seine Bariton-Gitarre erfahren, über seinen Sound, über seine Herkunft, seinen Werdegang, seine Lieblingsspeise und Lieblingsfarbe und welches Auto er fährt. Also nicht verpassen, 6. Oktober, Mark Lethierry bei Jazzrock TV. Ich freue mich sehr darauf. Ja, ist ja auch nicht mehr lange hin, einen Monat noch. Ja. Nee, ein Monat. Und dann, also ein Monat ist ja heutzutage schnell rum. Ja, heutzutage. Ja, die Zeit geht immer schneller, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Kriegt da alles, gar nicht alles unter in dem einen Monat, was man so alles machen möchte. Ja, das musst du erstmal alles ein ganzes Leben kriegen, was du alles machen willst. Da muss man ja auch schon aussondieren. Manches muss man fallen lassen. Ja, Hauptsache die richtigen Sachen macht man. Ja, im Wesentlichen muss es passen. Ja. Wir sind allen unseren Zwängen ausgesetzt, müssen manche Dinge tun, auf die wir verzichten könnten. Aber das gehört eben auch dazu. Ne? Ja. Umso mehr Spaß macht es dann, wenn man sich abends hier um 20, 21 Uhr relaxed vorm Mikro zusammentrifft und über die Dinge reden kann, die einem wirklich Spaß machen. Ne? Ja, genau. Tagsüber macht es auch manchmal Spaß, aber da gibt es natürlich auch mal Dinge, wo man sagt, okay, da müssen wir uns jetzt irgendwie durchkämpfen, durchboxen. Da müssen wir uns auseinandersetzen. Und das haben wir hier bei Jazzrock TV selten, dass wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen. Das kommt nicht vor. Das kommt nicht vor. Das ist in unserem Programmschema nicht enthalten. Ist in unserer DNA, hör mal. Dazu sind wir beide zu friedfertig. Wahrscheinlich, ja. Zu geduldig und zu tolerant. Also, genau. Wir können beide viel aushalten. Jedes Mal, weißt du, so vor jedem Livestream 2 Tage Kampf, das will ich spielen. Nein, bist verrückt, das kannst du nicht bringen. Ich wollte das wär's noch. Das wird zu lang, weißt du so. Das wäre es noch. Wenn wir so eine Diskussion führen würden, das würde mich fertig machen. Wir machen das hinterher immer, genau. Hast du da wieder für Mist geredet? Wieso bringst du diesen Bläser ins Spiel, wenn du seinen Namen heißt? Das ist unseriös. Jetzt hatte ich ihn gerade auf der Zunge. Fällt mir doch ein. Na gut, die Spannung halten wir bis zum nächsten Mal, oder? Ja, genau. Also, dran denken, Patreon werden, 6. Oktober festhalten. Schaut in die Shownotes, guckt euch die Clips an. Lustige Empfehlungen, schöne Musik. Ja, und wir senden in 1-2 Wochen wieder hier und auf allen Kanälen jetzt. Genau. Herrlich. Und ich habe noch hier ein, vielleicht für andere, wer Interesse hat. Ich habe hier ein Keyboard, das gebe ich ganz günstig ab, sozusagen. Jetzt kommt ja nochmal die Verkaufsabteilung, ja, okay. Hast du das schon bei eBay drin, oder was? Nee, hatte ich noch nicht bei eBay drin. Ich muss auch echt sagen, als ich es gerade, ich habe dann mir gedacht, okay, ich zeige das mal und stelle es vielleicht zum Verkauf oder zum... Wenn dir einer gutes Angebot macht. Ich fände schon, cool, einen kleinen Preis dafür zu bezahlen, wenn man so ein bisschen wertschätzt. Aber es ist mehr so eine Anerkennungsgebühr. Also das ist ein altes Roland E-Piano. Roland RD-170. Klingt mega. Habe ich schon eine LP mit eingespielt oder eine CD mit dem Liedermacher Helmut Meier. Und die CD heißt, findet man auf Spotify, Helmut Meier, Meier Sternchen, ich weiß. Ich sage dem Georg gleich, der schreibt es in die Shownotes. Und das funktioniert im Grunde noch, ist bis auf Kleinigkeiten voll funktionsfähig. Es gibt 4-5 Tasten im oberen Register. Die reagieren im Moment nicht, aber das kann nur eine kleine elektronische Geschichte sein. Wenn sich jemand auskennt, der kann das schnell reparieren. Wie gesagt, ich gebe es weg für ein Apfel und ein Ei. Ich würde mich freuen, wenn es in gute Hände kommt. Was ich noch dabei tue, ist dieses spezielle Roland-Stromkabel. Das ist so komisch, das ist so ein Kaltgeräte, aber es hat nur 2 Pole. Ach so, ja. Ein bisschen anders und die sind selten. Das ist dabei. Und ansonsten ist es eigentlich noch so gut in Schuss, hat aber allerdings ein ganz gutes... Wiegt eine Tonne. Das ist noch aus Holz und Metall. Ja. Aber der steht hier nur rum und wenn einer Spaß dran hat, vielleicht für einen Schüler oder sowas, man kann da geile E-Pianos, geile Pianos, bisschen Strings, bisschen Orgel,
Ist nicht so jetzt, dass der 500 Sounds hat. Das ist mehr so ein, eigentlich ein Stage-Piano. Aber der hat eine coole auf Knopfdruck Split-Funktion oder Layer-Funktion. Das kann der alles. Ich verabschiede mich von den Dingen. Und wer es haben möchte, kann sich bei mir oder über die Jazzrock-E-Mail info@jazzrock kann er sich melden. Und dann kann man das abholen kommen und dann gebe ich es weg. Ja. Roland RD 70. Wir werden nächstes Mal berichten, wer der glückliche Empfänger ist. Vielleicht spielt wenn er uns einer kommt, ja. Hm. Vielleicht spielt er uns ja dann ein Ständchen drauf. Es ist schon ein cooles Ding. Guck mal, wie spacig das aussieht hier. So. Ja, ich meine. Boah, aber schwer. Richtig, ja. Ja, bestimmt 15 Kilo, der Freund. So, hast du direkt dein Abendsport auch gemacht? Ja. Jetzt muss ich den mal hinwegstellen, sonst fällt er mir auf. Ja, herrlich, jetzt habe ich gedacht, ich gucke schnell nach dem Song hier. Wie heißt der? Meier? Helmut Meier. Ich habe auf zwei Alben mitgespielt. Ich glaube, ich weiß nicht, auf welchem. Warte mal, doch. Das Ding ist auf dem zweiten Album drauf. Das erste Album finde ich eigentlich besser, aber auf dem zweiten Album habe ich dieses Keyboard gespielt. Das heißt, Sie müssen dran glauben. Das erste Meier mit I. Meier mit EI. Helmut. Ich guck mal eben selber. Ich finde es jetzt nicht. Helmut. Das haben wir doch gleich. Helmut Meier. Künstler. Komm und spiel mit mir. Ist ja das? Helmut Meier Radio. Ja. Und dann. Hat er das gar nicht mehr drin? Nee. Der hat gar nichts mehr drin. Lauf Marlene habe ich auch mal so ein Album mitgespielt. Marlene war so ein Charakter, hat er so Kinderlieder-CDs gemacht. Da habe ich auch mal irgendwie auf einem Album mitgespielt. Aber du alles gemacht hast. Ich bin ja, das war kurz vor Art Gap oder während Art Gap. Ja? Mhm. Aber warum hat er die schönen Alben nicht mehr drin? Die, ist weg. Ja, gut. Ja. Ich habe die Alben aber noch und wer das Keyboard kauft, ich glaube, ich habe die noch hier in meiner iTunes-Bibliothek, dem schicke ich dann auch die Tracks. Ja, sage ich jetzt einfach mal so, an als Helmut Referenz, vorbei. Aber wenn der Helmut das selbst bei Spotify rausnimmt, dann hat das ja wahrscheinlich auch aus dem Vertrieb genommen. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß. Ja, schade. Letztens war es noch drin. Da dachte ich noch, wie cool, ich bin bei Spotify. Sind wir eigentlich bei Spotify? Nee, ne? Was müssen wir tun, um da reinzukommen? Doch, wir haben ja unsere Listen. Ja, nee, aber ich meine mit unserer als Podcast oder so. Wir könnten das ja auch als Audio-File an Spotify schicken. Ne? Habe ich sogar schon irgendwie geforscht und wegen irgendwas war das nicht so einfach. Ich weiß warum. Weil wir Musik spielen. Ich glaube ja, irgendwie war das. Ja, auch, das ist deshalb, weil wir Musik spielen. Wenn wir nur reden würden, könnten wir das vielleicht machen. Unter den 1 Million Podcasts bei Spotify auch noch einer zu werden. Aber deswegen machen die anderen ja alle, Böhmermann und Schulz und auch Atze Schröder und Till Hoheneder, die legen dann nochmal zu dem Podcast passende Playlists an. Ne? Ja. Und deswegen machen die das, weil die in dem Podcast dürfen die keine Musik spielen. Das wird irgendwann aber auch kommen, bin ich ganz sicher. Da wird irgendwann eine Lösung gefunden werden, dass es auch so Musikpodcasts geben kann. Ne? Ja. Aber ihr findet uns da mit der Playlist, wo wir auch immer, die wir laufend zu jeder Folge aktualisieren, mit den Sachen, die wir hier anspielen. Guckt da rein. Ja, das ist cool. Morgen oder so hauen wir da auch die Clips rein, die wir jetzt hier angespielt haben. Mhm. Ja, hör mal, da ist die Stunde schon wieder rum, ey. Das ist ja wieder die Zeit. Ehrlich? Ist verdammt. Wahnsinn. Ja, hör mal. Aber war cool. Du hast doch coole Sachen vorgestellt. Beim nächsten Mal, ich weiß gar nicht, nächste Woche könnte ein bisschen eng werden bei mir. Danach die Woche bin ich auch beruflich unterwegs. Also, naja. Wir gucken mal. Wir machen das wieder auf Zoom. Wir sehen das ja, wenn wir es ankündigen. Ja. Und zur Not schaut ihr es einfach hinterher bei uns in der Mediathek. Ist ja alles kein Problem. In der ARD Mediathek. Genau. Jazzrock TV. Die Mucks, die wie in Mediathek. Der Liste direkt unter Inas Nacht. I-J. Ja, genau. So, ne? J. Und letztens habe ich den Atze Schröder Podcast wieder gehört. Also der heißt ja Zärtliche Cousinen. Kennst du den,
Atze Schröder und Till Hoheneder, damals von Till und Obel, und der ist ja auch Atzes Autor und schreibt viele Bücher und Programme und so weiter für andere Künstler. Der schreibt so Biografien für Horst Lichter zum Beispiel oder Gabi Köster hat er geschrieben, ne? Und die reden schon echt cooles Zeug, manchmal gute Sachen. Und letztens hat der Atze sich wieder mal als Jazzrock-Fan geoutet und hat irgendwie von Mahavishnu und Weather Report und Chick Corea und Return to Forever und Herbie Hancock und so geredet. Also, müssen wir mal einladen, ne? Ja, ich habe sogar einen Draht zu, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich kenne einen, der ihn sehr gut kennt. Und wenn sich da mal eine Gelegenheit ergibt, dann können wir das mal versuchen. Ja, ja, gucken wir mal. Atze. Wäre doch was. Ja. So, haben wir noch irgendwas zum Rausgehen? Der ja ein guter Schlagzeuger war, der Atze Schröder. Ja, ne? wie ist denn die Band? The Proll, ne? The Prolls. Und der hat aber auch als Sideman, als Mietmusiker bei vielen Top-Acts damals in den 90er Jahren Schlagzeug gespielt, auf Touren und so. Ne? Also er ist ein guter Mann. Ja. Good man. Ja, das wär so geil. Also Atze, wenn du uns hörst, melde dich einfach. Genau. Hallo, ich bin's, der Atze, ich komme. Ich hab's gehört, ich komme. Terminvorschläge am besten direkt. Ja, Terminvorschläge, keine Gage. Ah, herrlich. So. Ja, cool. Aber noch ein Rauschmeißer. Ja, komm, wir lassen noch ein bisschen Musik laufen. Jetzt haben sie uns wahrscheinlich eh geblockt. Ich habe noch einen Titel, den der hier von dem Gitarristen, von dem wir eben gesprochen haben. Dann lassen wir mal ein bisschen laufen. Mit Oz Neu mit dabei. Weißt du, Oz Neu, ja. Oz Neu und Jernej Berwa. Gibt es auch Spotify. Hauen wir in die Liste. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder? Absolut. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Patrons, wenn ihr es noch nicht seid, uns wird es freuen. Und wie gesagt, für die musikalischen Gäste, die wir haben, wäre es ein kleines Zubrot, was wir denen zur Verfügung stellen würden. Auf jeden würden, Fall. Ne? Also es geht hier nicht irgendwie in neue Bässe für einen Georg. Nein, so. Gott, im Leben nicht. Alles klar. Also, schönen Abend noch, macht's gut, bis zum nächsten Mal.